Ich habe jetzt die Freude, Herrn Peter Feist kurz vorzustellen, hier in unserem Kreis. Und ich denke, dass Herr Feist der geeignete Denker ist, der hier uns weiter einführen kann in die Lehren von Karl Marx und auch in gewissen Gegensatz zu dem, was wir gerade gehört haben, vielleicht etwas sagt. Ich darf zu seinem Werdegang und zu seiner Bedeutsamkeit einige Bemerkungen machen. Er hat nicht nur eine Berufsausbildung als Tiefbaufacharbeiter, Sie hören sofort, wo er seinen Weg gemacht hat, wo das nämlich vorgeschrieben hat, sondern das hat er neben der Schule machen müssen und er hat dann das Abitur gemacht und war auch 3 Jahre lang bei der NVA und ist Reserveoffizier. Das waren alles Voraussetzungen, um in dem anderen Teil Deutschlands, der hier auch schon erwähnt wurde, studieren zu dürfen. Aber Peter Feist hat an einem Institut studiert, das, soweit ich das beurteilen kann, die höchsten Anforderungen an Studenten gestellt hat, die in Deutschland irgendwie in der Zeit gestellt wurden. Und die meines Erachtens im Anforderungsprofil sogar die juristischen Studien in der Freien Universität Berlin weit übertroffen haben und sicherlich die Studien heutzutage sowieso hätten. Also Philosophie und Geschichte an der Humboldt-Universität studiert. Und in diesem Studiengang waren nur ganz besondere Studenten mit einem besonderen Zustand und vielleicht auch zum Teil mit einem besonderen Herkommen, denn er hat ein besonderes, bemerkenswertes Herkommen. Er ist nämlich der Neffe von Margot Honecker. Hatte also einen Zugang, denke ich mal, zu höchsten Kreisen, denn Margot Honecker ist ja eine geborene Feist, wenn ich sie sehe, seine Tante nämlich. Also er hat diesen schweren Studiengang, an dem viele berühmte Leute studiert haben, Barrow und H. Rich und viele andere mehr, die uns alle eigentlich gut bekannt sind und die einen beachtlichen Lebensweg hatten. Und die kommen alle aus diesem Institut, an der Humboldt-Universität in Berlin. Also da habe ich jeden Respekt, insbesondere habe ich jeden Respekt vor den Kenntnissen des Marxismus, über die Peter Feist eben etwas sagen kann und über die er verfügt. Nach der Wende, nachdem er diplomiert hat als Philosoph an diesem Institut, hat er dann einen eigenen Weg eingeschlagen, wenn man so will, kann man sagen freiberuflich, ist also ein eigenständiger Denker und der seine Überlegungen in vielen Vorträgen präsentiert, ökonomische, philosophische Themen, insbesondere auch zu den aktuellen Fragen zur Eurokrise, zur Migrationsfrage, zur nationalen Frage, zur Souveränitätsfrage Deutschlands, aber auch zu militärhistorischen Themata. Und gerade in dem Bereich hat er in jüngerer Zeit auch verschiedene Veröffentlichungen und er arbeitet, glaube ich, als der einzige, war einer der besten Experten an der Festungswissenschaft, ja, und hat auch einige Bücher geschrieben zur Barockfestung Berlin und zum Modell Fort Sanssouci und anderes. Er ist sehr kritisch unterwegs, war Mitglied der Volksinitiative gegen das Finanzkapital und hat lange gearbeitet bis 2017 im Umfeld des vielleicht nicht ganz unbekannten Kompaktmagazins. Er ist Mitbegründer des Christian Wolf Bildungswerks, das also eine gewisse Nähe zu einer nicht ganz unbekannten neuen Partei in Deutschland hat. Ich bin also sehr erfreut, dass wir Peter Feist hier für den Vortrag gewinnen konnten. Und leider ist unsere Zeit knapp, wir in der Diskussion eine Dreiviertelstunde, wird vielleicht genügen. Und ich freue mich jetzt auf seinen Vortrag. Bitte, lieber.
Ja, ein mir sehr gemäßer Ort, ein romanischer Wohnturm mit Wehrfunktion, mein zweiter Beruf als Fortifikationshistoriker, wie wir uns nennen, damit am Ausland verstanden werden. Denn wir sind die Einzigen, die das Wort Fortification oder Fortifikate nicht haben in der deutschen Sprache. Also wir haben uns selber im Ausland auch Fortifikationshistoriker, damit uns die Sprache verstehen. Also ein mir sehr gemäßer Ort. Was das Schachtel hat schon angekündigt, was haben Wolfgang Harich, Wolf Thiemann, Rudolf Barrow, Vera Lengsfeld und Wolfgang Temlin gemeinsam, sind alle Dissidenten. Und sie haben alle an demselben Institut studiert wie ich. Das Elite-Institut der SED, das mal in einer Zahl zu sagen, wir haben im Studienjahr mit 48 Studenten begonnen und 21 durften das Diplom machen. Das ist ungefähr die gleiche Verschleißquote wie bei Medizin. Und zwar nach einem wirklichen Leistungsprinzip. Und ich habe diese Namen nicht umsonst aufgezählt, alle diese Leute, natürlich Wolfgang Harich, der bedeutendste, leider heute fast vergessen, haben sich irgendwann zu Dissidenten entwickelt, aus einem einfachen Grund. Der Grund ist, sie haben bemerkt, dass es eine Differenz zwischen dem gibt, was in den Schriften von Marx und Engels und Lenin über das Projekt Sozialismus drinsteht, und das, was wir praktisch machen. Man könnte auch hegelianisch sagen, ein Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit oder zwischen Theorie und Praxis. Und deshalb bin auch ich 1987 dann in die Dissidenz gegangen, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe dann mein Diplom geschrieben über Konfliktbewältigungsstrategien in der DDR-Gesellschaft. Ich werde auch noch zurückkommen. Deshalb mein Thema, wie viel Marx war im real existierenden Sozialismus. Also mein Anliegen ist nicht eine fundamentalistische Marx-Kritik, wie das mein Vorredner gemacht hat, was mich jetzt sehr reizt, darauf zu antworten, was ich aber nicht tun werde, sondern ich will den Marx vor den Marxisten retten. Denn eins kann man in der historischen Bilanz sagen, in den sozialistischen Staatsversuchen, die es bisher gegeben hat und die es ja noch in einem Beispiel oder zwei Beispielen gibt, Kuba und Korea, na, Venezuela ist ja vorbei. Das ist ja einfach Chaos. Das ist ja nicht mal ein Versuch. Okay, also ja, das ist das letzte Aufzug. Aber es ist richtig, das ist jetzt auch noch so ein Rest. Ja. Die sind ja alle gescheitert und sind natürlich nicht gescheitert aus meiner persönlichen Sicht, weil die Theorie von Marx falsch ist, sondern weil sie nicht angewendet haben. Das will ich an fünf Themenfeldern kurz erläutern. Erstens und wichtigstes für uns alle natürlich seit 1989 auch im Osten, das Freiheitsproblem. Es gab die alte Dichotomie im ideologischen Kampf zwischen den Systemen. Ja, also entweder bist du für ein System der Gleichheit, wie das im realen System des Sozialismus üblich war. Da musst du auf die Freiheit verzichten oder du musst für ein System der Freiheit, dann gibt es keine umfassende Gleichheit. Diese Dichotomie, die wurde unterstellt, sei der Kern des marxischen Denkens, was aber ganz falsch ist. Denn schon im kommunistischen Manifest findet sich der bemerkenswerte Satz, die Freiheit des Einzelnen ist die Bedingung für die Freiheit aller. Ein Satz, der in der SED praktisch nicht zitierfähig war, obwohl er Manifest stand. Und so ist für mich schon der Begriff real existierender Sozialismus, den die SED in ihrem Parteiprogramm von 1984 neu geprägt hat und sich selbst auch verortet hat als eine Gesellschaft des real existierenden Sozialismus, ein Eingeständnis des Scheiterns. Denn was kann anderes gemeint sein, als wir sind die Realität gegen ein Ideal. Messt uns nicht immer an dem Ideal, wir sind der reale Sozialismus, und schon Hegel hat gesagt, wer ständig den Existenzparagraphen bemüht, hat aufgehört zu denken. Auch der Kommunismus ist in diesem Parteiprogramm als Ziel praktisch aufgegeben worden. Während noch in dem Parteiprogramm der 60er Jahre drin stand, dass der schrittweise Übergang zum Kommunismus die Hauptaufgabe der SED ist, war dann umdefiniert worden in Ausgestaltung des real existierenden Sozialismus. Warum ist denn das Freiheitsproblem so zentral? Wenn die Freiheit des Einzelnen die Bedingung der Freiheit aller ist, auch schon im Sozialismus, nicht erst im Kommunismus, dann waren die osteuropäischen Staaten, auf die beziehe ich mich jetzt in den 80er Jahren, weil ich sie da selbst erlebt habe, natürlich das totale Versagen dieses Prinzips. Es waren autoritäre Diktaturen, die Freiheit des Individuums nicht nur nicht geachtet haben, sondern unterdrückt haben.
Und dafür gibt es auch einen theoretischen Grund. Es wird immer wieder dargestellt, Marx hätte eine Geschichtsphilosophie entwickelt mit den fünf Formationen, also Urgesellschaft, Sklaverei, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus. Diese statische Einteilung der Geschichte lässt sich bei Marx wörtlich nirgendwo finden. Es gibt ähnliche Formulierungen bei Engels im Ursprung der Familie, aber Erfinder dieser Fünfteilung der Geschichte ist Stalin in dem von nicht ihm selbst verfassten Werk über die Einführung in den Marxismus. Die marxische Freiheitskonzeption oder marxische gesellschaftstheoretische Konzeption war eine völlig andere und die war in der DDR super geheim. Also ich habe auch erst im fünften Studienjahr begriffen, dass das was ganz anderes ist. Es gibt eine Schrift, die ist erst 1923 erschienen, die ist eine der wichtigsten Vorarbeiten zum Kapital, die Grundrisse einer politischen Ökonomie. Die Grundrisse waren verschollen, sind in der Sowjetunion 1923 erstmalig veröffentlicht worden, 1956 in der DDR in einer 1000-Stück-Auflage, 1000 Stück, veröffentlicht worden und sind erst 1987 in die Werkausgabe aufgenommen. Also eine der Kernschriften des Marxismus, in der zum überhaupt das erste Mal auf mehr als den berühmten 30 Seiten die Entfremdungstheorie ausgewickelt wird, wird praktisch nicht gedruckt. Warum? Weil hier ein völlig anderes Konzept der historischen Entwicklung und der Geschichtsphilosophie vorgetragen wird von Marx in seinen eigenen Worten. Nach diesem geschichtsphilosophischen Konzept gibt es drei Stufen der menschlichen Entwicklung, das knüpft unmittelbar an Hegel an, der Entfaltung der Freiheit. Die erste Stufe ist sachliche und persönliche Abhängigkeit. Das sind also die Gesellschaften der Sklaverei und des Feudalismus, wo die Menschen ja an die Scholle gebunden sind und erbuntertänig oder Sklaven sind. Dann gibt es eine zweite Stufe der Geschichte, die sachliche Abhängigkeit bei persönlicher Unabhängigkeit. Das ist der Kapitalismus. Also eine Gesellschaft, in der der Mensch frei ist, persönlich frei, mehr oder weniger, aber sachlich abhängig, er muss seine Lohnarbeit verdingen. Sonst machen wir das schlichtweg. Oder halt auf der anderen Seite und muss halt Lohnarbeiter beschäftigen. Und diese Gesellschaft der sachlichen Abhängigkeit gelte es zu überwinden zu einer Gesellschaft der freien Individualität. Ich habe einmal in einer Vorlesung, wo ich meinen Professor vertreten musste, über die Gesellschaft der freien Individualität doziert und hatte danach Lehrverbot. Also natürlich nicht offiziell, Parteisicherheit, wir verzichten in Zukunft auf deine Vorlesung. Formell natürlich nicht. Könnte ich Aktentechnik nicht beweisen. Das heißt, die marxische Vorstellung war die einer Gesellschaft der freien Individualität, bei ihm definiert als Gesellschaft ohne sachliche und persönliche Abhängigkeit. Und wenn die real existierenden sozialistischen Länder den Marx ernst genommen hätten, dann müssten sie ja irgendwas in diese Richtung tun. Sie hätten ja Schritte gehen müssen zur Gestaltung einer Gesellschaft der freien Individualität. Sie haben, wie ich beim Punkt 3 in meiner Staatslehre, zeigen wir genau das Gegenteil. Also, das marxische Konzept einer universellen Freiheit als Voraussetzung einer modernen Gesellschaft war nicht mal ein Diskursgegenstand. Es war Geheimwissen an 5, 6 Instituten, wo man das sich mit der vorgehaltenen Hand im Seminar erzählt hat, dass ja in den Grundrissen eigentlich was ganz anderes steht als im kurzen Lehrgang von Stalin. Und ich habe in den 80er Jahren studiert und da war, bis auf unser Institut, der Lehrstandard immer noch das offiziell verbündete Buch der kurze Lehrgang. Mit dieser Fünferteilung und mit diesen ganzen anderen. Also auch theoretisch haben sie den Marx nicht ernst genommen. Ein zweites, viel gravierenderes Problem. Es gibt ja nur ganz wenige Sätze, vielleicht, wenn man es mal zusammenzählt, sind es nicht mal 50 Sätze, wo sich Marx dazu äußert, wie die neue Gesellschaft praktisch aussehen soll. Also, dass sie kommen muss, wird auf tausend von Seiten begründet, warum sie kommen muss und so weiter. Aber wie sie praktisch aussehen soll, wird ja fast nur so beschrieben. Die einzige Schrift, die das ein bisschen analysiert, sind die Randnotizen oder Randglossen zur Kritik des Gotha-Programms der SPD. Und da macht er auf ein wichtiges Problem aufmerksam. Er sagt, die Übergangsgesellschaft zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus wird eine Mischgesellschaft sein, was sie auch tatsächlich war. Mit viel mehr kapitalistischen Elementen als kommunistischen, wie wir heute wissen, aber das hat er nicht so gesehen, wusste er nicht. Und diese Mischgesellschaft wird massive soziale Ungleichheit erzeugen, wie der Kapitalismus. Er hat das dann in sein berühmtes Leistungsprinzip gefasst, das wurde auch in der DDR in jeder Unterrichtsstunde vor sich hingebetet als Mantra. Nämlich im Sozialismus gelte das Prinzip jedem nach seinen Fähigkeiten und Leistungen.
Und im Kommunismus gelte das Prinzip je nach seinen Bedürfnissen. Dass darin aber ein gewaltiger sozialer Sprengstoff steckt, Marx schreibt so 15, 20 Zeilen lang darüber, dass die formale rechtliche Gleichstellung der Produzenten untereinander, also Abschaffung des Privateigentums, überhaupt nicht ihre soziale Gleichstellung ist. Und es wird weiterhin Arm und Recht geben, es wird weiterhin soziale Unterschiede geben, krasse soziale Unterschiede. Das schreibt ja alles in der Krankenklasse zum Mutterprogramm. Das hätte ja eigentlich dazu führen müssen, dass in den Denketagen der SED oder auch der PVP oder der KPDSU, ist völlig egal, jemand darüber nachdenkt, wie man mit diesen sozialen Ungleichheiten umgeht. Das war aber ein absolutes Tabuthema. Ich hatte das in meiner Diplomarbeit als einen der zentralen Konfliktherde beschrieben auf 5 Seiten. Und dann hat mein Professor gesagt, du kannst über alles in deinem Autoreferat reden, aber nicht über diese 5 Seiten. Denn es hat ja tatsächlich gewaltige soziale Verwerfungen gegeben. Es gab Armut und Reichtum, es gab das Problem der Parallelwährung, in der DDR oder auf Kuba jetzt immer noch, ne, was zur Verschärfung von Armut und Reichtum geführt hat. Es gab dann natürlich auch auf der Gegenseite Gleichmacherei, so soziale Gleichmacherei, also mal um so ein paar absurde Beispiele zu nennen. Kinder von Intelligenzlern, also Leute, die schon studiert hatten, deren Kinder hatten einen erschwerten Zugang zur Hochschule, weil Arbeiterkinder bevorzugt wurden. Umgekehrt, als ich Offizier werden wollte, richtiger Offizier, also Berufsoffizier, hat man mir gesagt, du musst aber vorher einen Beruf lernen, damit du Angehörige der Arbeiterklasse bist. Ja, was ich ja dann in der Lehrzeit war. Völlig Quatsch. Also sozusagen diese soziale Gleichmacherei hat dazu geführt, dass dieses Leistungsprinzip in keinem der sozialistischen Länder jemals zur Anwendung gekommen ist. Es ging nicht nach den Fähigkeiten und Leistungen, sondern es ging zum Teil ein bisschen nach Leistung. Es ging überhaupt nicht nach Fähigkeiten. Und man kann sogar sagen, die größte aller Ungerechtigkeiten war, dass diese stalinistischen Apparate den Lebensweg jedes Menschen beeinflusst haben. Irgendwelche anonymen Parteikader haben entschieden, ob du studieren kannst, ob du diesen Beruf ergreifen kannst, ob du die nächste Qualifizierung bekommst. Das ging überhaupt nicht nach deinen Fähigkeiten, sondern danach, ob irgendein Kollektiv von Leitungsmitgliedern beschlossen hat, dass du jetzt dieses machen darfst. Diese soziale Zersetzung des real existierenden Sozialismus war dann letztendlich auch der Hauptgrund für seinen Zerfall. Mein Befund 1988 in meiner Diplomarbeit ist, dass die Gesellschaft sich anfängt aufzulösen. Aufgrund dieser Verwerfung. Und es gab natürlich eine Gleichheitspropaganda, die im krassen Gegensatz zu den wirklichen Unterschieden stand. Jeder wusste, Bäckermeister, der kann sich 5 Autos leisten, und niemand weiß, da muss man nicht 10 Jahre auf den Verband warten. Ne? Wir kennen ja wahrscheinlich den schönen Witz, warum es in der DDR keine Bankrauberei gab, ne? Keine Bankraub, wenn man 10 Jahre auf Fluchtauto warten muss. Der Bäckermeister hat schon, weil er so viel Kohle hatte. Ja? Und das durfte alles nicht öffentlich thematisiert werden. Und das hält natürlich keine Gesellschaft aus. Wenn die Unterschiede zwischen Arm und Reich niemals politisch ausgetragen werden können, führt das irgendwann zur Zersetzung. Oder eben bei uns in der DDR zur Flucht. Dritter Punkt, Staat und Demokratie. Sie wissen alle, eine der populärsten Gedanken, die man von Marx kennt, ist die Theorie vom Absterben des Staates. Herr Löw hat ja schon mal vorhin ein paar Gründe dafür genannt, warum der Staat abstirbt, also nach der Marx'schen Theorie. Nicht, weil sich die Gegensätze auflösen, weil ja nicht mehr notwendig ist, weil sich alles in einem Paradies fröhlich ergießt. Man kann aber wann immer darüber streiten, ob dieses Absterben des Staates überhaupt eine sinnvolle Theorie ist. Das ist einer meiner wenigen Kritikpunkte am originären Marx, da bin ich der Meinung, da hat er sich vergaloppiert. Aber jetzt muss man sich mal angucken, was steht denn eigentlich im Parteiprogramm der SED zum systematischen Absterben des Staates. Da steht deutlich drin, die führende Rolle des Staates wächst. Das totale Gegenteil. Ich habe das thematisiert in einer Parteiversammlung vorletzten Parteitag der SED, dass wir das Programm ändern müssen, denn wir können ja nicht im Programm etwas schreiben, was den grundlegenden Theorien von Lenin und Marx widerspricht. Und da wurde mir erzählt, ich sei naiv und blauäugig. Ist ja klar, dieser Satz, die führende Rolle des Staates wächst, war die ideologische Legitimation für den latenten Terror. Denn man muss ja wissen, dass alle diese Gesellschaften in den 50er Jahren mit offenem Terror, in den späteren Jahren nur noch mit latentem Terror regiert werden konnten, nur mit Terror. Das sind alles terroristische Diktaturen. Das kann man überhaupt nicht bestreiten, weil es eben nie eine gesellschaftliche tragfähige Mehrheit für dieses Experiment gab, so wie es jetzt auch keine tragfähige gesellschaftliche Mehrheit für das Experiment der Umvolkung gibt. Der geht auch nur mit Terror durchzusetzen, mit ideologischem Terror noch.
kann sich aber ändern. Das war in bestimmten Grenzen auch in der DDR Bewusstsein darüber, nämlich in den endlosen Debatten in der SED über die Ausgestaltung und Vervollkommnung des demokratischen Zentralismus. Das war ja das innere Funktionsmodell dieser Parteien, also demokratische Abstimmung von unten nach oben und zentralistische und damit Schaffung einer Zentralebene, die das dann ausführt. In der Realität sah es so aus, dass die Zentralebene die Diskussion unterdrückt hat und gemacht hat, was sie wollte. Und eine der Forderungen im Herbst 89, die wir als junge Genossen gestellt haben, war ja, geht uns unsere Partei zurück. Nicht ganz zufällig zu denen, geht uns unser Land zurück. Ne? Diese beiden Pole, Demokratie und Zentralismus, sind in jeder demokratischen Verfasstheit der Bewegungsanker, um den sich die Rechtstheorie bewegen muss. Also muss immer beides geben. Nur im Stalinismus, oder in stark stalinistischen Gesellschaften, war eben der zentralistische Pol überproportional und es gab kein demokratisches Korrektiv. Also haben diese Staaten auch gar nicht als Staaten funktioniert, sondern nur als Diktaturen. Dieses Bewusstsein darüber, dass das ein Widerspruch ist, ich kann mich noch gut erinnern, wie der mein Lehrer, Professor Stieler, das in der Vorlesung als Widerspruchzusammenhang dargestellt hat. Die Hälfte der Hälfte des Seminars war total entsetzt. Der Widerspruch heißt ja prozessieren, in Bewegung sein, sich verändern. Ja? Und wir waren ja alle gewöhnt, statisch zu denken in dieser Frage, das ist ja gerade immer recht. Und da stellt sich Professor und sagt, nee, das ist ein Prozess des Ganzes, da muss man die Pole austarieren. Ja? Also dafür gab es praktisch in diesen Gesellschaften keine Lösung. Das widerspricht natürlich völlig Marx' Freiheitsbegriff. Der hätte wahrscheinlich den Zentralismus völlig abgelehnt oder hat ihn abgelehnt. Hat nur bestimmte Formen der Organisationstheorie zugelassen. Man muss aber, da würde ich Professor Löw recht geben, es gibt dann natürlich auch bei ihm im eigenen Leben dann verschiedene Dinge. Er hat ja da, wo er als politischer Revolutionär in den Leitungsorganen der Internationale war, diktatorisch regiert. Da gab es keine Demokratie, da gab es nur Marx. Das war dann auch am Ende des Staatssozialismus die Sprengkraft des Slogans von Gorbatschow, Herstellung einer demokratischen Öffentlichkeit, im Westen bekannt unter Glasnost. Ich habe dazu auf einer Studentenkonferenz ein Referat gehalten mit 40 Lenin-Zitaten, hat mich nicht gerettet, das Ding durfte dann doch nicht abgedruckt werden, trotz der 40 Lenin-Zitate. Weil ich nachgewiesen habe, dass dieses Problem der Öffentlichkeit nicht ein Problem ist des Gewährenlassens. Wir geben euch mal ein bisschen Öffentlichkeit, wir dürfen mal ein bisschen demokratischen Diskurs spielen, sondern die Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer sozialistischen Gesellschaft. Im Verständnis von Marx und Engels war eine sozialistische Gesellschaft, die kommunistische sowieso, ein sich selbst organisierender Prozess in demokratischer Verfasstheit, was also bedeutet, eine Gesellschaft, die sich selbst gestaltet, bewusst gestaltet. Und die Voraussetzung dafür, irgendwas bewusst zu gestalten, ist ja erstmal, dass über die Probleme diskutieren wird. Das geht ja gar nichts. Ja? Und deshalb war dieser Mangel an Öffentlichkeit, an demokratischer Öffentlichkeit, der zweite zentrale Grund, warum das nicht funktionieren konnte. Weil du kannst keine Gesellschaft auf der Basis einer Theorie gestalten, entwickeln, aufbauen, wenn du niemals über diese Theorie reden darfst. Die nicht in Frage stellen kannst, keine Ergebnisse in Frage stellen kannst. Das war übrigens mein Konflikt, 85, als ich die Dissidenz ging, das war mein persönlicher Konflikt, dass ich gesagt habe, wir reden davon, eine Gesellschaft nach wissenschaftlichen Kriterien bewusst zu gestalten und können nicht über Konflikte reden. Deshalb mein Diplom-Thema Konfliktverhältnisse in der DDR-Gesellschaft. Und ein weiteres Problem, das ist mir erst nach der Wende bewusst geworden, durch Bekanntschaft mit Trotzkisten, aber es ist ein zentrales Problem. Marx schreibt im Kommunistischen Manifest und wiederholt das x-mal, auch in den Statuten der ersten Arbeiterassoziation, die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Was nicht weiter heißt als eine selbstorganisierende Bewegung. Und spätestens nach dem Tod Lenins, teilweise schon davor, ist anstelle des Subjekts Arbeiterklasse, was sich selbst organisieren soll, den Sozialismus tragen soll als gesellschaftliche Schicht, die Partei getreten. Ernest Mandel hat das dann bezeichnet als Substitutionalismus, also die Partei substituiert das Volk. Lenin hat das sogar begründet auf seiner berühmten Rede vom Dritten Weltkongress, dass das für die vorübergehende Phase der schwierigen Situation in der Sowjetunion die einzig mögliche Form ist. Darüber kann man ja noch reden, im aktiven Bürgerkrieg und so. Aber dass das nie abgeschafft worden ist, dieses Diktat der Partei über die Gesellschaft, dass die Partei anstelle der Gesellschaft gehandelt hat und sich sogar als die Gesellschaft gefühlt hat, hat mit Marx nichts zu tun, nicht auch mit Lenin. Das war
auf der Ebene der politischen Entwicklung das, was die Leute auch als Diktatur erlebt haben. Wer nicht in der Partei war, hat er eh nichts zu sagen und in der Partei hat es da auch nichts zu sagen. Ich kann das ja immer nur impressionistisch jetzt machen, aber Sie verstehen, das hat alles mit Wachsicht zu tun. Das ist alles ein eigenständiges Gewächs, was auf Terror bedingt ist. Und jetzt kommen wir natürlich zum allerschwierigsten und allerwichtigsten Problem, was ja schon meine beiden Vorredner ein wenig angetippt haben. Ich wiederhole es nochmal. Erster Band, erste Seite des Kapitals. Die Ware zerfällt gewöhnlich in zwei Bestandteile, den Tauschwert und den Gebrauchswert. Und das war der Kern der marxischen Vision, dass die neue Gesellschaft, also schon der Sozialismus, das steht explizit in den Randglossen zum Gotha-Programm drin, eine Gesellschaft sein soll, die nicht mehr auf den Tauschwert rekurriert, wie das jede kapitalistische, jede Marktwirtschaft macht. Denn ich kann nur überleben, wenn ich was vertausche, wenn ich nur Röcke produzieren, um in dem Bild zu bleiben, dann werde ich irgendwann verhungern, weil Röcke kann man nicht essen. Also muss ich sie austauschen. Und alle diese Gesellschaften nach der Urgesellschaft sind Gesellschaften, die auf den Tauschwert fixiert sind. Das ist überhaupt nicht moralisch gemeint beim Markt, das ist rein eine objektive Feststellung, es ist so. Und wenn die neue Gesellschaft wirklich neu sein will, dann muss sie den Tauschwert zurückdrängen zugunsten des Gebrauchswerts. Kann man jetzt für eine totale Utopie halten? Ich tue es nicht. Ich glaube, dass das die einzige Form ist, die Notwendigkeit der neuen Gesellschaft zu begründen. Aber das Problem ist, es hat nur so funktioniert. Und das viel größere Problem ist, da bin ich mir mit allen noch lebenden und schon gestorbenen marxistischen Ökonomen meiner Generation einig. Und ich habe damals hunderte von Briefen in die ganze Welt geschrieben und diskutiere heute noch mit der KP Südafrikas und der KP Japans darüber. Es gibt nicht mal eine Theorie, wie das gehen soll. Marx hat es schlichtweg nicht beschrieben. Wir haben bis heute keinerlei theoretischen Ansatz, wie eine gebrauchswertorientierte Gesellschaft funktionieren soll. Der bekannteste DDR-Ökonom Oskar Koschinski, Fritz Behrens, hatte 1953 ein Buch veröffentlicht, wo er auf 150 Seiten begründet, wie wichtig das ist mit der Gebrauchswertorientierung und wie man das machen soll. Also, dass man das machen muss, also nicht wie man machen sollte, sondern machen muss. 10 Jahre später, 67, 68 hat ein Buch veröffentlicht worden, das dann nicht mehr gedruckt worden ist, was nur als Manuskript existiert und dann als Hauptdruck rauskam nach der Wende, wo er auf 150 Seiten beweist, dass es nicht geht. Es ist praktisch keine Ökonomie organisierbar, die das macht, zumindest nicht, das war seine zentrale Einschränkung, unter den Bedingungen der Dominanz des kapitalistischen Weltmarkts, weil der kapitalistische Weltmarkt ist tauschwertorientiert. Und wenn ich so einen Vortrag über Marx vor der DKP oder Linksparteienaktivisten halt, sage ich mal, und Genossen, solange wir nicht den Zipfel einer Theorie haben, wie man das praktisch machen soll, nicht den Zipfel einer Theorie, ist jeder bei uns einfach nicht. Wenn wir die zentrale ökonomische Frage nicht mal theoretisch lösen können, nicht mal eine Idee haben, wie sie theoretisch zu lösen können, ist jeder weitere sozialistische Versuch ein Verbrechen, und das meine ich ganz ernst. Weil die ökonomische Frage nicht gelöst werden konnte, musste ja eine Verteilungsdiktatur entstehen und die Verteilungsdiktatur ist der Boden, auf dem der Terror entsteht. Also jeder neue Versuch ohne eine Lösung der Gebrauchswertproduktionsfrage wird eine terroristische sein. Und deshalb darf man das nicht mehr propagieren, bevor man nicht eine Lösung hat. Ich habe eine Idee, wo die Lösung liegen könnte, aber ich heiße nicht Marx und kann das noch nicht zu Ende denken. 6. Punkt, Professor Schachtner hat nämlich gebeten, ich soll einen kurzen Kurs machen auf die 68er. Ich will das an einem einzigen Punkt machen. Also die können sich, auch die heutige Linkspartei, nicht auf Marx berufen. Es gibt 3 Hassbegriffe der heutigen Linken: Volk, Heimat, Nation. Die sind so unterirdisch mit Hass besetzt, dass schon das Erwähnen des Begriffs Heimat bei denen Wutkrämpfe auslöst. Jetzt lese ich mal vor, was Marx über die Nation geschrieben hat. Das ist nämlich sehr aufhellend und zeigt, dass diese Kunden alle keine Ahnung. Die Nationalität ist kein allgemeinmenschliches Prinzip, sondern eine historische und örtliche Tatsache, habend ein unzweifelhaftes Recht, wie alle wirklichen und harmlosen Tatsachen, auf allgemeine Anerkennung. Also die Nationalität hat das Recht auf allgemeine Anerkennung. Jedes Volk, selbst jedes Völkchen hat seinen eigenen Charakter, seine Manier, bilden gerade das Wesen der Nationalität, das Wesen des Resultats des ganzen historischen Lebens in allen Lebensbedingungen der Nationalität.
Jedes Volk, gerade wie jede Person, ist unfreiwillig das, was es ist und hat das unzweifelhafte Recht, es selbst zu sein. Also hier verbindet Marx seinen Lebensgedanken der freien Individualität mit dem Prinzip der Nationalität und sagt, das ist genau dasselbe. So wie das Recht, das Individuum das Recht auf freie Selbstbestimmung hat, hat das auch die Nation. Und das erzählen sie mal heutigen Linken. Dann wissen sie eins, was ich seit Jahren beobachte, die sind theorienlos, das wäre schon, ist schon schlimm genug, aber sie sind seinsvergessen. Und eine politische Theorie, die seinsvergessen ist, also nicht an der Wirklichkeit orientiert, die muss zerschellen. Und deswegen ist Multikulti zerschellt und wird nicht wieder aufstehen.